und schaut, wer da ist. Ihr denkt wohl, ihr seid stark genug, oder? Dann versucht doch, den Ki von Kobold VA zu gewinnen. Ja, Leute, keine Ahnung, was das gerade war, aber es war verdammt gruselig und ich würde fast auf den Dämon tippen. Aber ihr habt es ja selber gehört, ihr könnt Kobold VA gewinnen und ja, da wären wir schon beim Thema. Aber als allererstes möchte ich allen Leuten da draußen einen frohen 4. Advent wünschen. Wir haben es geschafft, alle 4 Kerzen sind an und ja, das Gewinnspiel neigt sich auch so langsam dem Ende hinzu. Aber jetzt können wir erstmal Kobold VA noch gewinnen und ja, ich würde sagen, ich stelle euch das Spiel jetzt erstmal auf der Steam-Seite so ein bisschen vor. Das ist vom deutschen Entwickler Another World und spielt sogar in Deutschland und ich würde sagen, es ist ein Must-Have für alle Horrorfans, also ist richtig intensiv und ich würde es als kurz und knackig bezeichnen. Aber da das Kapitel 1 erst ist und wir uns noch auf mehr freuen können, passt das schon mit kurz und knackig. Aber ich habe selten so eine intensive Horrorerfahrung gehabt, also von den Sounds her und ja, die ganze Stimmung da drin war echt sehr, sehr beklemmend und ich hatte die ganze Zeit Angst. Und das habe ich das letztes Mal bei Paranormal Activity gehabt und das kann man fast so auf eine Stufe stellen, würde ich sagen. Ja, hier sehen wir so ein bisschen paar Screenshots und ich würde sagen, wenn euch das Spiel interessiert, solltet ihr euch sowieso vorher mal den Kurzfilm angucken. Den gibt es auf der Seite von Kobold VA. Verlinke ich auf jeden Fall unten und dann müsst ihr ganz nach unten scrollen. Und da gibt es den Kurzfilm, der geht ungefähr 15 Minuten und der ist echt empfehlenswert, echt klasse gedreht und ja, der erzählt halt direkt die Story, was vor Kobold VA passierte. Und ja, wenn man das geguckt hat, ist man halt direkt in der Story drin und kann loslegen in VR. Finde ich echt klasse, ist super gemacht und habe ich so noch nicht erlebt bei irgendwelchen Spielen, dass da Kurzfilm kommt. Deshalb echt Daumen hoch, klasse gemacht. Ja, das wäre es erstmal. Und ihr müsst einfach jetzt unter die Kommentare schreiben, ja, ich möchte das Spiel gerne gewinnen, ich möchte gewinnen, bla bla bla. Also irgendwas, woran ich erkennen kann, dass ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen möchtet. Und ja, ich wünsche euch allen viel Glück, noch einen frohen 4. Advent. Und ach so, das Ganze läuft bis Donnerstag, den 27. Sagen wir wieder 13 Uhr, das passt eigentlich ganz gut. Da ist Einsendeschluss für die Kommentare. Und ja, das Ganze ist nach Weihnachten. Also ich wünsche euch und eurer ganzen Familie frohe Weihnachten. Ja, eine besinnliche Zeit und ja, wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder. Ich würde sagen, bis dann. Ciao.